Was mache ich, wenn es ständig Störfeuer gibt beim Manifestieren? Also bei dem Manifestieren kommen ständig andere Gedanken dazwischen oder es gibt Zweifel oder wie auch immer. Was mache ich dann in diesen Fällen? Darum geht es in dem heutigen Video, also darum bleibt gerne dran. Herzlich willkommen zurück. Ja, vielen Dank für dein Interesse. Ich freue mich sehr und dass ihr wieder Zeit und Lust hattet, heute ein bisschen zuzuhören. Heute geht es um eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig gestellt bekomme, also auch in Einzelsitzungen und vor allem natürlich im Club der erfolgreichen Manifestierer. Da gibt es ja einen ganz, ganz regen Austausch mit all den Problemen und Themen, die man so hat, wenn man konsequent manifestiert. Und da muss ich sagen, also das ist erstmal, bin ich ziemlich happy, dass das so gut, dass es den Menschen da so gut geht. Und zweitens stelle ich da jetzt nochmal ganz, ganz, ganz viele Themen fest, die ich natürlich auch hier für die Videos gut benutzen kann, weil ich merke, oh, da hakt es anscheinend sehr häufig. Okay, so, und eine dieser Fragen, das war heute, ja, ich mache meine Szene immer, also zweimal 10 Minuten am Tag. Das ist ja die Technik, die ich vornehmlich benutze. Und ja, ich merke aber ständig, kommen mir andere Gedanken dazwischen. Also ich will in meine Szene, ne? Also ich bin ja dann durch meine Augen in dieser Szene, zweimal 10 Minuten am Tag. Und dann kommen mir andere Gedanken dazwischen. Oder plötzlich habe ich andere Bilder. Oder woran liegt denn das? Was kann ich denn da machen? Ne? Oder heute Morgen schrieb eine Dame halt in dieser exklusiven Telegram-Gruppe in dem Club der erfolgreichen Manifestierer, ich bin heute Morgen aufgewacht und wusste plötzlich, das macht alles gar keinen Sinn. So, und im Laufe des Tages wurde ihr dann wieder klar, uff, nee, doch, doch. Sie ist dann in ihre Manifestation gegangen, ihre Szene gegangen und hat wieder super geklappt und war wieder da. Aber sie wollte eben gerne wissen, ja, was ist das? Wo kam das denn jetzt her? Und das bin ich richtig froh, dass ich das mal die Gelegenheit habe, das hier zu erklären. Darum bin ich auch YouTube so dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich ausführlich bestimmte Dinge zu erklären, die man natürlich in Kommentaren, da kann ich ja nur einen Satz schreiben oder so, nicht beantworten kann oder bei Instagram auch nicht. Das ist so. Also, bis jetzt haben wir unserem Ego unglaublich viel Raum gegeben. Ja, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, jeder von uns. Weil das der komfortabelste Weg ist und weil das irgendwie alle so machen. So, ne? Also was weiß ich, jemand sagt irgendeinen Satz und wir nehmen daraus heraus, er ärgert uns. Das geht ja gar nicht. Niemand kann uns ärgern. Das geht ja gar nicht. Wir können uns nur ärgern. Wir können uns entscheiden, uns zu ärgern. Und natürlich, unsere Seele, unsere reine, gesunde, liebende Seele würde sich nicht ärgern, ist doch nicht blöd. Also, wer sich da ärgert, ist unser Ego. Immer. Ja, und wir geben dem Raum. Und da kann man es immer gut dran erkennen. Die Menschen, die sich nicht sofort aufregen und sagen, boah, der war zu mir gemein, boah, wie kann der so über mich reden? Dessen Ego, der hat sein Ego schon etwas besser im Griff. Und wer sofort auf alles anspringt und sich ständig beleidigt fühlt und angegriffen, der hat sein Ego eben noch nicht im Griff. Ja? So, und das heißt, wir alle haben quasi unser Ego nur so unterschiedlich gut im Griff. Und es ist gewohnt, Macht zu haben. Ja? Unser Ego, unser Verstand ist durch unsere Erziehung, durch unsere Gesellschaft so in den letzten 200 Jahren gewohnt, Macht zu haben. Jetzt kommen wir daher und sagen, ja, jetzt manifestiere ich. Ab jetzt bekommt die Macht mein Unterbewusstsein oder das höhere Selbst oder der innere Mensch. Egal, jeder hier von meinen Kollegen hat ja eine andere Formulierung dafür. Okay, so, und wir gehen eben in diese Szene rein und zeigen unserem Unterbewusstsein, zweimal 10 Minuten am Tag. So ist es. So ist es, wenn ich finanziell frei bin. So ist es, wenn ich ein glücklicher Partner bin. Und ich bin jetzt ein glücklicher Partner. Und schau mal, so fühle ich mich da. Ja, ich muss eben einen Schluck trinken, Augenblick. So fühle ich mich da auch. Das Unterbewusstsein sieht dann, ah, okay, ah, sie ist also jetzt die glückliche Partnerin. Ich erkenne es daran, dass sie intensive Gefühle hat. Darum ja diese Szene. Ach, dann ist es wohl so. Ja, dann kann ich das, dann verwirkliche ich das. So, ne? Weil es ja alles verwirklicht, wo wir konstant unsere Aufmerksamkeit drauflegen, auch das Negative. So, also unser Unterbewusstsein bekommt jetzt eine ganz neue Macht. Und wir auch, weil wir jetzt beginnen, dieser mächtigsten Macht in unserem Leben, also dem Unterbewusstsein,
Befehle zu geben, Befehle zu erteilen, und zwar welche, die wir haben möchten, ja? Also die wir wirklich positiv haben möchten. Das haben wir bis jetzt ja auch immer getan, aber eben unbewusst. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass wir das kriegen, was wir nicht wollen, indem wir ständig die Aufmerksamkeit auf Mangel gelegt haben. Okay. So, zurück zum Unterbewusstsein. Das hat also jetzt die Macht bekommen. Jetzt sitzt da, stellen wir uns das mal so vor, das Ego und der Verstand gucken sich die Sache an und sagen, nee, ne? Also ich habe hier das Sagen. Ne? Wer will mir das sagen? Wieso? Augenblick mal, das gibt's ja nicht. So. Und fangen dann, also eine Weile klappt das eigentlich immer, so auch bei allen Klienten, die ich habe, oder immer auch bei allen Clubmitgliedern stelle ich das fest. Klappt es so eine Weile, sagen wir mal eine Woche, ne? Weil es ist ja dann ja noch neu und irgendwann kriegt das Ego mit, Augenblick mal, ich verliere hier gerade Macht. Ich verliere hier gerade den Einfluss. Das gefällt mir nicht. Ja, und grätscht dazwischen. Nochmal eines deutlich zu machen: Der Verstand ist wirklich wichtig. So, ja, ich habe einen wirklich sehr gut funktionierenden Verstand, darüber bin ich sehr froh. Aber der bekommt wirklich nur den Raum in meinem System, den er ausfüllen kann, den er braucht. Nicht den, wie alle, wie wir sonst in der Gesellschaft. Mit dem Ego das Gleiche. Ja, also da muss ich natürlich genauso immer wieder gucken und nachjustieren wie jeder andere Mensch auch. Aber genau, wir brauchen beides. Das ist völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass wir ihnen nicht den Raum geben, der ihnen zusteht, sondern einen riesigen Raum, der ihnen nicht zusteht und der uns extrem schadet, der uns dadurch schadet. Und darum ist die Situation oft so, wie sie ist, anstatt dass sie glücklich ist. Genau. So, und jetzt beschneiden wir also diesen beiden den Raum, die Macht, nicht denen zusteht, sondern die sie bis jetzt immer hatten. Natürlich wehren die sich. Was denkt ihr denn? Ne? Wenn du vielleicht, sagen wir mal, wenn wir einen unfähigen von einem großen Konzern einen unfähigen Geschäftsführer, ne, der die ganze Zeit rumgewirkt hat, der Laden läuft nicht, weil er einfach so unfähig ist, seiner Macht beschneiden und sagen, pass mal auf, was du wirklich gut kannst, ist Rechnungen überprüfen. Dann wirst du ab jetzt Rechnungen überprüfen. Ja, wird der sich das gefallen lassen? Nein, der wird alle Verbündeten zusammensuchen, dafür sorgen, dass, ne, und geheime Intrigen spinnen und Störfeuer machen. Und das macht natürlich unser Ego auch. Ja, das heißt, du gehst in deine Szene und dann kommen plötzlich komische Gedanken. Oder überhaupt Gedanken. Oder die Szene verschwindet oder es tauchen andere auf. Ganz normal. Bitte, mach dir da keinen Stress, mach dir keine Sorgen, sei dir einfach dessen gewiss, das ist ganz normal. Weil das ist ein gutes Zeichen, dass die Macht, die bis jetzt fälschlicherweise in deinem Leben das Sagen hatte, dass die jetzt darum kämpft, weil sie gerade verliert. Gut, wunderbar. Einfach weitermachen. Weitermachen, 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 weitermachen. Wirklich in die Szene rein und wenn dann wieder diese Gedanken kommen und abschweifen, weg nach rechts, nach vorne wieder reingucken in die Szene. Und wenn du das 10, 15 Mal hintereinander machen musst, völlig egal. Es geht ja um dein Leben. Es geht ja nicht ist ja kein Spaß, kein Sport, sondern es geht ja um dein Leben. Einfach immer wieder rein. So lange, bis das Ego begreift, ach so, ich glaube, da habe ich nichts mehr zu sagen. Jetzt hat jemand anders übernommen. Das geht relativ schnell, so Wochen schon, 2, 3 Wochen. Aber ja, nun, beim Manifestieren ist ja der Hauptwert die Konstanz. Konstant dabei, weiter bleiben. Nicht ablenken lassen. Wenn du morgens aufwachst und denkst, das war's, ist alles Unsinn, weißt du Bescheid, oh, da ist jetzt gerade wieder einer am Werk, der nicht Macht abgeben will. Lachst du dich darüber ein bisschen schlapp und sagst, ja, ich gehe gleich schön meine 10 Minuten. Oder sagst deine Affirmation oder was immer du machst. Ab jetzt lebe ich immer unter einer großen Glückswolke, die den ganzen Tag Glück auf mich regnet. In jeder Hinsicht. Oh, schau nur, ein Glück. Genau, das wollte ich euch einmal erzählen. Ja, und ich sage es einfach noch ein paar Mal, so lange, bis das irgendwie bekannter ist. Es gibt hier seit einigen Wochen der Club der erfolgreichen Manifestierer. Da zahlt man einen kleinen monatlichen Betrag und wird wirklich, wirklich konstant in einer Gruppe weitergeschoben. Es gibt also zweimal im Monat Lives mit mir. Es gibt eine geschlossene Telegram-Gruppe, in der der Austausch stattfindet, in der ich exklusive Videos reinsetze und in der ich auch immer diesen Austausch im Blick habe und kommentiere und Antworten gebe und Lösungen gebe. Also es ist wirklich so ein kleines Coaching, Dauercoaching für wenig Geld. Gut, wer Lust hat, ist herzlich willkommen.
Unter allen Videos und ja sowieso immer über allen Kommentaren sind alle Links zu meinen Sachen und ich freue mich bis zum nächsten Mal.